Nervosität? Eigentlich so 5 von 10, aber wegen Arvin und Pasha 10 von 10, wirklich. Dürfte ich dein erstes Mal sein? Dürfte ich dein erstes Mal sein? Komm mal zurück. Komm mal bitte zurück. Ich habe eine steife Hüfte so. Das ist nicht das Einzige, was steif ist. Hallo allerseits, herzlich willkommen bei The Love Doctors. Heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir haben unseren guten Freund Daniel reingeschickt. Und Arvin und ich sind heute nicht alleine, um unseren guten Bruder zu verarschen. Wir haben eine heftige Squad hinter uns. Darf ich vorstellen, Daniels Dates, die Kandidatinnen. Ein Riesenapplaus einmal für Amelie, Wuhu, Xenia und für Janice. Die drei Mädels haben wir bestens gebrieft. Es wird heute so ablaufen. Bruder, ich zitter schon. Ich weiß, du bist schon bereit und so. Also, es wird nicht so typisch The Love Doctors mäßig sein von wegen, ey, wir wollen jetzt unbedingt jetzt The True Love finden für Daniel. Vielleicht aber doch, wer weiß. Da er mir in letzter Zeit liebevoll oft auf den Sack gegangen ist und ihm auch, dachten wir, ruinieren. Also Daniel, wir wissen, er ist super nervös bei hübschen Frauen. Also, ich glaube, der ist am Sterben. Guck mal, wir schicken jetzt die erste Kandidatin. Wer möchte freiwillig? Okay, ich. Janice! Moment, bevor wir Janice rausschicken. Wie lange bist du schon Single? Zwei Jahre. Darf ich fragen, wie lange deine letzte ernste Beziehung ging so? Jetzt kommt Therapeutin Pasha. Halbes Jahr? Ja. Okay, darf ich fragen, warum die in die Brüche ging? Weil er mit meinem Instagram Probleme hatte. Oh, wie anstrengend. Was würdest du sagen, was für ein Date-Typ bist du? Ich flirte nicht gerne, weil ich irgendwie Angst habe. Echt? Ja. Aber warum hast du Angst vorm Flirten? Weil ich oft komische Sachen sage, wo ich mir selber dann im Kopf denk so, warum hast du das gesagt? Glaubst du, du bist nervöser als Daniel? Ja. Der ist so nervös, der muss nur eine Frau sehen und er zappelt. Okay. Wir vorschlagen, wir schicken Janice raus. Das ist Girls Support Girls featuring Arvin. Let's go! Janice, erste Kandidatin. Hi. Hi. Hi, ich bin die Janice. Ich bin Daniel. Alles gut? Bei dir? Ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich will wissen, wie ihr so flirtet. Lass ihn einfach machen. Ja, okay, erzähl mir erstmal. Ja. So, wie du heißt, Name, wo du herkommst, alles mögliche. Also ich bin Janice, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Muss dir halt merken, ne? Ich bin 22 Jahre alt. Findest du, ich sehe gut aus, Daniel? Ich habe jetzt nichts an dir auszusetzen. Okay, gut, das ist schon mal das Erste. Kann ich ja direkt zurückwerfen. Was sieht denn gut aus? Ja, ich finde es auch. Ja, sehr gut aus. Bist du zufrieden? Ich mag den Style, ja, alles. Okay, ja, okay, jetzt übertreiben, sonst wäre ich besser. Warte mal, also ich würde von mir aus sagen, ich bin eher der ruhigere Typ. Dann frage ich dich jetzt direkt, wie hoch ist dein Bodycount? Dann kannst du die Frage, wenn du willst, zu mir zurückwerfen. What the fuck? Ja. Daniel ist gerade ein bisschen fresh. Das direkt ist aufs schön, Ganze. Ja, das ist direkt schon frech, aufs Ganze. Ne? Ja, natürlich ist es frech. Dass du das wissen willst, ne? Natürlich ist es frech. Ja, also, finde ich schon frech, aber... Du bist ja, weißt du... Ja, aber es geht dich schon nichts an, ne? Wir kennen uns seit 2 Minuten. Vielleicht hast du ja eine Frage an mich, so, die dich interessiert. Ja. Hast du einen Fetisch? Ja, was hast du zum Beispiel, Fetisch? Ich habe keinen Fetisch, nein. Keine Ahnung, ich bin... Sicher? Also, ich bin ja sexuell, nicht mal aktiv oder ja, so. Ja, und? Man kann ja auch anders... Was Nö. Gut finden. Also ich finde zum Beispiel bei Frauen immer super so, wenn die ein schönes Lächeln haben. Ich habe dich bis jetzt noch nicht lächeln sehen, nur einmal. Ich habe gelacht. Ja, okay. Ja, aber du musst mich zum Lachen bringen. Ich weiß, ich kann ja nicht einfach so anfangen zu lachen. Ich weiß, natürlich. Janice, schlag ihm mal vor, dass ihr wieder von vorne anfängt und er den Charmanten raushängen lassen soll. Fang einfach nochmal von vorne an. Okay, komm. So, du musst jetzt mal charmant sein. Und okay. Ja, was machst du beruflich? So, ich habe jetzt gerade gar keine Arbeit oder ich bin Student. Mhm. Ich studiere Social Media und bin nebenbei auch in Social Media aktiv. Das heißt, ich mache YouTube, ich streame und so. Okay. Also machst du eigentlich nichts? Also eigentlich machst du nichts. Dreckig. Also, boah, wenn ich dieses Fach jetzt aufmache, boah. Erstes Date, Daniel. Wie würdest du mich ausführen? Jetzt. Erstes Date. Was machen wir? Erstes Date, so schön auf so einen Berg hochfahren, Kofferraum auf, Decke in den Kofferraum, reden, Picknick auf den, checkst du? So halt sich kennenlernen, weil bei erstes Date muss man viel reden, so Kino und so tot. Ja. Ja. Was ja. So. Ja. Ja. Was fehlt dir? Was fehlt dir? Essen. Essen? Ja, kann ja, ja macht man ja ein Picknick. Unter Leuten ist es auch nochmal sicherer, weil ich meine, du kannst ja auch hier. Ja, das stimmt. Ja, natürlich kann ich auch ein Geistkranker sein. So, ja, bin genau. Ich weiß man. Ja. Nur manchmal. Woher weiß man nicht? Nur manchmal. Weil wir haben uns ja jetzt schon gestritten, deswegen ist es komisch. Wir haben uns jetzt schon gestritten. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Kofferraum gehen würde. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Ja. Daniel, gib mir mal deine Hand, bitte. Gib mir mal deine Hand. Psst. Oh, du bist warm.
Mir ist arschkalt. Ja. Okay. Kurz, steh mal auf. Wir halten jetzt Händchen. Wir machen jetzt Händchen. Und laufen einmal Händchen um den Tisch. Wir laufen jetzt einmal um den Tisch und du machst jetzt wie, als wäre ich deine Freundin. Und fühl mich du mal. Du musst jetzt erst machen. Wir laufen jetzt einfach um den Tisch. Zweimal. Zweimal müssen wir rumlaufen. Mit Romantik. Ist es deine Romantik? Zweimal? Ja, ja, zweimal ist die gute Zahl. Aber so, mit Romantik, ja, Daniel. Mit Romantik. Auf einem Bein steht. Nein, nein, das ist Daniel, ich bin nicht. Ich bin hier gerade nicht Gassi genommen. Ich bin deine Freundin. Ich war wie ein Hund. Alter, hier, ja, nicht ist Gassi. Auch, hier ist ja auch nicht breit. Sorry, ja. So, dann geh du vor. Ja, danke. Jetzt führe ich dich, Gassi. Jetzt laufen wir nochmal. Ich bin so. Bei mir ist halt so dieses. Ich weiß nicht, ob du dich so mit Feminismus so auskennst. Das Ding ist bei mir halt, ich bin halt so ein Typ Mensch, ich sag halt so, von mir persönlich so, Frauen stehen voll über Männer. Ey, du und hast so. Echt schöne Augen. Du hast schöne Augen. Und ach, auf, jetzt so mitten im, also du unter. Sorry, aber es hat mich gerade einfach kurz verloren in deine Augen. Ich hab mich kurz verloren. Ah, du hast auch schöne Augen. Guck mich mal an, was hast du für eine Augenfarbe? Geh richtig nah an seine Augen. Nach vorne. Ja, so hellbraun so auf den. Ist cool. Warum gehst du weg? Schau mir bitte weiterhin so tief in die Augen. Okay. Willst du weiter so? Ja. Wie lange willst du so? Mal gucken. Hast du so ein Limit? Wir haben noch 10 Minuten, haben wir, glaube ich. Haben wir noch 10 Minuten? Ja. In 10 Minuten kann viel passieren. 10 Minuten kann viel passieren. Also ich sag so, bei mir ist Bodycount auf null. So. Ich glaube, bei mir erste Mal jetzt schon mal so auch für die Leute, ich sag 30 Sekunden maximal. Dürfte ich dein erstes Mal sein? Dürfte ich dein erstes Mal sein? Dann geht er gleich wieder weg hier. Ein bisschen wieder defensiver, sag ich dir auf korrekt. Schwer, aber. ich will nichts außen vor lassen. Ich sag mal so, bei mir erste Mal, also muss schon was Besonderes sein, sagen wir es so. Und ich bin nichts Besonderes. Wir kennen uns jetzt 5 Minuten. Bin ich was Besonderes für dich? Ja, ich bin schon 5 Minuten ist geisteskrank. Dann noch eine letzte Sache, bevor ich gehe. Bis eine jetzt? Letzte Sache. Okay. Darf ich deine Hände dabei halten? Ich muss deine Hände halten. Was willst du von meinen Händen? Deine Hände sind schön. Ich hab noch nie in meinem Leben so viele Händchen gehalten. Okay, ich bin dein erstes Mal, siehst du? Darf ich fragen, warum bist du nicht sexuell aktiv? Darf ich fragen, warum du nicht sexuell aktiv bist? Das Ding ist, diese Frage, die kriege ich oft. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, ich, keine Ahnung. Du musst aber nicht beantworten. Es muss halt für mich so was Besonderes sein. So. Und weil heutzutage knattert jeder mit jedem Zweiten und das ist halt, jeder soll machen, wie er will und so, ist aber nicht so mein Ding, weißt du, was ich meine? Also ist so ein spirituelles Ding. Ist, nee, ist mehr so was Religiöses, sagen wir es so. Okay. Weil ich bin halt religiös. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Religion aussieht, so? Nicht ich glaube an nichts. Ah, okay. Aber ja, ich glaube an die Liebe. Ah, krass. Das Ding ist, also bei mir ist halt so mit Religion schon wichtig, so, weißt du, was ich meine? Wärst du bereit, dich so religiöser ein bisschen zu interessieren, wenn du sagst, ey, mein Partner interessiert schon, dich? Schon, aber ich würde wahrscheinlich zu nichts konvertieren oder so. Ja? Aber ich akzeptiere das alles. Ich finde das cool. Ich finde es schön, wenn man sich dafür einsetzt. Ah, cool. Finde ich krass. Was ist denn dir so wichtig bei einem Mann, wenn du beziehungstechnisch so? Feiern gehen. Feiern gehen? Ja. Wie stehst du dazu? Ich gehe gerne feiern. Aber musst du dann immer mit dabei sein oder hängst du mir da am Arsch oder so, weißt du, was ich meine? Also. Oder vertraust du? Und also ich vertraue schon, aber würdest du sagen, der Club ist ein Ort, wo du sagst, ey, das ist voll sicher da und voll cool und so? Nö. Also sicher jetzt nicht 100%, aber ich meine, es kommt ja drauf an, wie man. Also wenn du mich jetzt weggehen lassen würdest, ja. Ich würde dann natürlich dann jetzt mit keinem da tanzen, so, ne? Wenn ich deine Freundin wäre. Ja, natürlich. Da würde ich jetzt mit keinem da tanzen, aber es gibt natürlich auch komische Leute, die das dann machen. Das ist dann unkorrekt. Aber wie würdest du damit umgehen? Also wenn ich sage, okay, ich mach nix, ja. Würdest du mir vertrauen oder würdest du mitgehen wollen? Nee, Vertrauen gehört ja dazu, Vertrauen gehört 100% dazu. Auf jeden Fall, dieses Thema ist jetzt aus der, also wirklich, okay. Ich würde aber gerne lieber mitgehen wollen, weil stell dir vor, es passiert was und dann denkt man sich, ey, warum bin ich nicht dabei gewesen? Aber willst du da an meinem Arsch kleben oder willst du woanders hingehen? Also so, wie ist mein halt Club lieb, ist ja groß. Ich würde schon wollen, dass du an meinem Arsch klebst. Ich fände es schon schön, wenn du an meinem Arsch klebst. Okay. Jetzt wird's heiß. Okay. Ah, nee, du hast mir am Anfang eine Frage gestellt, die wollte ich eigentlich so zurückhaben, hab ich nicht bekommen. Was dir so an mir so gefällt, so besonders, weil. Oder was dir an mir nicht gefällt, wäre eigentlich. Deine Augen. Und was gefällt dir nicht so? Die Kappe. Also. Entschuldigung. Das ist. Beleidigt mich so. Ich mag deinen Style, aber ich mag die Kappe nicht. Warum? Weil deine Haare da vorne so rauskräuteln wie so Schamhaare. Siehst du, wie ich gucke?
Seitlicher Blick. Side-Eye. Bombastic Side-Eye. Ah! Boah. Nein, ich Kappe gehört zu mir, ich trage immer Kappe. Echt? Aber nicht, immer? Aber erst seit einem Jahr oder so. Aber sonst, ich kann ja auch die Kappe abnehmen, wenn du willst. Mach mal. Gefällt mir besser. Ja? Ja. Ja? Ja. Okay, krass. Gut. Soll ich dich begleiten, oder? Ja, ja, wäre schon schön. Dann komm gerne mit. Komm gerne mit, einfach so, da so. Ich nehme meinen Freund jetzt gleich mit. Das ist dir aber gar nicht schwer gefallen, ne? Jein, ja, der ist ein bisschen, Setz dich ruhig, mein Herz, setz dich ruhig. Ja, also er ist süß, aber er ist sehr nervös. Er ist sehr nervös? Und, ja, der zittert richtig. Ich meine, ich habe auch gezittert. Ach, hast du super gemacht. Also dein Eindruck ist, er ist ein Nervöser. Aber der süß, ist süß. So, er ist jemand, süß. Der hat viel Liebe im Herz. Ja, richtig. Weißt süß. Du das? Aber ich habe ihn dann die ganze Zeit unterbrochen so. Und das hat ihn richtig aus dem Konzept gebracht. Ja, okay, Mädels. Also lügen können wir auch? Ihr könnt lügen. Ja, ja, kannst du eine Rolle einnehmen. Ihr könnt ihr selbst sein. Guck mal, wir schicken dich einfach mal rein, wir gucken mal, wie das so vibet und mach so, wie du bist, mach so, wie du dich wohlfühlst, ne? Also, wir haben die Messlatte jetzt relativ hoch gesetzt. Ja, schon, ne? Die ist voll gut, voll das Naturtalent. Aber wirklich, mach nur das, worin du dich einfach siehst und dich wohlfühlst. Okay, Amelie ist die nächste Kandidatin. Arvin, ja. Du hast Spaß? Ja, ja, aus der Hölle. Okay, perfekt. Ja, auch, Mädels? Ja, ja. Amelie, wir sind bei dir. Girls Support Girls featuring Arvin, Vernichtung Daniel. Applaus für Amelie! Hi! Oh, hi, 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 hi. Oh, hi. Daniel, freut mich. Amelie. Freut mich. Boah, sie sieht voll gut aus. Oha, was hast du für Augen? Tschüss. Stark. Sieht gut aus. Danke. Daniel, ich bin sehr nervös. Daniel, ich bin total nervös. Ja, ist doch, ist ja, ich bin ja... Kannst du irgendwas dagegen tun? Ja. Kannst du irgendwas dagegen tun? Ich kann deine Händchen halten, so ein bisschen damit. Boah, ich hab kalte Hände. Nee, eigentlich ganz normal. Ich zitter ein bisschen. Ah, wie nervös. Geil. Wie alt bist du? Ich bin 22 geworden. Okay, 22. Kommt hin, stehst du auf Jüngere oder Ältere? Ältere eigentlich. Ja? Ja, ich bin 23. Was weißt du über eine Frau? Was weißt du über Frauen? Boah, und jetzt wollt ihr doch, dass ich mir einfach ins eigene Knie Wichtige schieße. Wichtige Sachen aber. Wichtige Sachen? Ja. Frauen werden mich hassen hier noch. Dass viele Frauen links sind, also so Schlangen, das ist so, glaube ich, so ein Ding. Die reden viel untereinander. Geh einfach mal kurz raus und sag nichts. Komm mal zurück. Komm, ruf ihn von der Ferne. Sag Daniel, wir müssen es kurz hinter der Kamera klären, was du gerade gesagt hast. Daniel, wir müssen das jetzt kurz hinter der Kamera klären. Was? Hinter der Kamera? Wir klären das jetzt hier und jetzt. Nicht, dass ich mir jetzt eine fange, Alter. Jetzt flüster ihm mal zu, warum nennst du Frauen Schlange? Geht's dir gut, Junge? Warum nennst du Frauen Schlange? Ist das okay bei dir? Ist ja nicht Schlimmes so. Ja, du hast es aber jetzt allgemein beleidigt, sowas? Nicht allgemein, also. Ja? Es gibt was soll ja das? Nicht alle Frauen, weißt du, was ich meine? Ja, aber ich bin eine Frau. Sind es alle ja, aber du bist ja nicht links. Bin ich eine Anaconda oder bin was? Bin ich eine Anaconda oder was? Wow. Okay, willst du zurückkommen okay, oder doch, nicht? Eine Chance ja. Kriegst du noch. Okay, komm. Soll ich dich führen oder soll ich meine Hände bei mir behalten? Du musst mich zurückgewinnen. Weil jetzt hast du mich ins Minus geschickt. So. Jetzt habe ich keinen guten Eindruck. Du musst mich tragen. Zurück zum Platz. Wie ein Gentleman. Also für deine und für meine Gesundheit ist es besser, wenn ich dich jetzt nicht trage. Hast du keine Muskeln? Nein, ich bin richtig schwach. Ich würde bei jeder Schlägerei aufs Maul kriegen. Also da kannst du mich ja gar nicht beschützen, wenn wir in einer Beziehung sind. Stell dir mal vor, es kommt ein Mann und der macht mich dumm an und der will mich... Ja, dann zeige ich den an, wir nehmen schönes Geld von dem Urlaub. Ich kann dich nicht tragen, ich sag ehrlich. Aber jetzt du hast einen Superkörper. Also einfach, weil ich zu schwach bin. Also bin ich fett oder was? Guck mal, ich hab doch gesagt Superkörper, Janik. Wie kann man denn so umdrehen? Wie soll ich dich denn tragen? Wie soll das funktionieren? Was war das für eine Handbewegung gerade? Was soll das jetzt aber? Trag mich wie eine Prinzessin. Denk hast du es dir verdient, eine Prinzessin zu sein? Du hast mich gerade eine Schlange genannt. Ich habe nicht Schlange genannt. Doch, andere Frauenschlange. Ich bin keine Frau. Doch, aber du bist eine besondere Frau. Du bist so eine Stufe über. Kannst du bitte diese türkische Serie abbrechen und mich tragen? Kannst du jetzt aufhören, so auf türkische Serie zu machen so und kannst mich tragen? Ich kann es versuchen, okay. Aber wenn du mich fallen lässt, ne, haben wir ein großes Problem. Okay, ich überlege halt jetzt gerade, wie ich dich tragen soll. Warte. Boah. Boah. War sogar noch auf Stuhl, hey, was ein Service.
Danke, mein Schatz. Das war richtig lieb von dir. Applaus für Daniel! Männlich! Mein Bruder! Du bist schon am Schwitzen, oder was? Nein, war locker, ey. Ich hab gar keine Angst. War voll cool, Alter. Lass mal bitte nochmal machen. Daniel, es war ein kleiner Scherz. Entspann dich, Janem. Alles ein Scherz, alles cool. Ach so. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Janem Bannon. Ist das Janem Bannon? Oha. Ich hab gar nicht dein Outfit gesehen. Ich hab die ganze Zeit nur in deine Augen geguckt. Du hast mich doch gerade getragen. Ich hab die ganze Zeit nur in deine Augen geguckt. Welche Augen? Okay. Wir spielen jetzt ein kurzes Spiel, Daniel. Wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Szenario, wir sind in einem Restaurant. Wir sind jetzt in einem Restaurant, sitzen okay. Ja schon schön am Tisch. Okay. Ich komme jetzt reingelaufen und du bist so baff von mir. Und du bist so voll baff. Und dann fängst du mich auf dem Weg ab, dann läuft Musik und du musst so den Romantiker rauslassen mit so einem schönen Tanz. Ich kann nicht so gut tanzen, ich kann sturdy gehen, das war's. Also, aber so viel tanzen. Du musst dein Herz tanzen lassen, du musst mich erobern. Super. Wie, aber wirklich mit... Er schaut auf Arsch. Hast du mir gerade auf den Arsch geschaut, Daniel? Hast du mir gerade auf den Arsch geschaut? Nein. Schwör mal. Ich schwöre nicht. Ah. Ja, wenn dann schon, dann schon. Ah, richtig so. Okay. Ja, komm, also, ich komm rein. Okay. Armin, die mach ich Slow Motion. Hi. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Jetzt müssen wir tanzen. Och nein. ich kann nicht so gut tanzen. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, du musst näher kommen, oder? Ja, ich glaube, so, ich weiß nicht. Also, ist das nicht ein bisschen zu, ne? Nee, ist schon cool so, ist okay. Aber eigentlich, du musst mich da ein bisschen näher dran ziehen. So, schau ja, mal, so richtig genau Slow Motion. Okay, und genau dann so, das, Junge. So in die Augen gucken und so ja, auf den. Aber in die Augen, nicht in die Augen. Ich guck dir die ganze Zeit in die Augen. Ich spiele nicht diese Karte. Ich habe eine steife Hüfte so. Das ist nicht das Einzige, was steif ist. Dann fühle ich dich zum Platz. Ja, ich mach das schon, alles okay, gut. Schaffst du? Ich kann nicht mehr. Daniel, danke für diese wunderschöne Erfahrung. Ich muss mich verabschieden, mein Herz. Ich muss jetzt gehen. Mein Schatz. Okay. Habibi. Mein Schatz. Scheiße. Jetzt hast du mir das Herz gebrochen, ich sag dir ehrlich. Daniel, ein großes W an dich. Daniel, ein großes W an dich. Großes W? Mhm, ein großes W. Yes. So. Hat mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr herzlos. Wie? Mit mehr Liebe bitte. Soll ich ja auch direkt am Arsch packen? Hallo? Ich will okay, übertreib nicht gleich. Ja, ich will nicht so. Das Gespräch wieder steigen. Ey! Aber nur so. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ja. Hat danke, mich sehr, sehr gefreut. Danke. Ich schubst mich nicht. Ich schubst dich nicht. Aber die Junge, CVC, Junge! Ich wusste, die nehme ich auseinander, aber so hart ist geisteskrank. So hart ist respektlos. Und ich werde mir das alles aufschreiben. Xenia, da ich jetzt sehr, sehr viel gemacht habe und Arvin ab und zu zurückhalten musste, weil wir ja immer noch bei öffentlich-rechtlich sind, ne? Ich hoffe für dich ist es in Ordnung, wenn Arvin und du jetzt heftig kooperieren. Arvin ist einer der dreckigsten Menschen, die ich kenne. Okay, also ich okay. glaube sogar mit Abstand, der ist dreckiger. Zufin. Mittlerweile okay, weiß ich nicht mehr, um ja, ehrlich zu sein. Ganz ehrlich. Gleich. Also ich glaube, ich habe ihn so krass getriezt so und gebändigt. Gleich, sag doch gleich, Bruder, ist doch okay, gleich. Ja, okay, warum zitterst du jetzt so sehr? Der will anfangen. Weil ich ihn auseinandernehmen will gerade. Hast du ein bisschen was gespürt? Nee, aber ich bin mit dem Oberkörper so weit wie möglich nach hinten. Nee, ich meine vom Vibe her, vom Vibe. Ach so, ich dachte, du weißt, ich könnte steif. Ja, du hast gesagt, gespürt. Er lässt niemanden irgendwie so richtig in seine Seele schauen. Obwohl er ein Mensch ist mit so viel Liebe und ich liebe diesen Jungen so sehr. Ja, zu viel Liebe geredet. Lass mal auseinandernehmen jetzt, komm. Ein Applaus für Xenia! Let's go, girl. Ey, 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 ey! Oh. Hallo! Hi. Hallo! Oh, Umarmung? Ja, natürlich, Daniel, freut mich. Hi, Xenia. Xenia, okay. Woher kommt Xenia, so dieser Name? Also eigentlich heiße ich auch Xenia. Meine Oma heißt Xenia, der kommt aus Moldawien. Ah, krass. Meine Oma krass, ist Moldawierin. Krass. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24 und 24? Mhm. Stehst du auf Ältere oder Jüngere? Eigentlich Ältere. Ja. Aber ich hatte schon mal einen jüngeren Freund. Also. Ah, okay. Wie viel jünger war der? 1,5 Jahre. Das heißt. Wie alt bist du? Ich muss kurz rechnen. Okay, schätz mal, wie alt ich bin. Du siehst schon älter aus. Mhm, sag mal. 25? Ja, ich bin 25. Ja. Ja. Er lügt einfach. Also ich habe eine künstlerische Begabung tatsächlich, wissen nicht viele. Was für eine? Ich schreibe Gedichte. Oh. Ja. Ich habe sogar ein Gedicht vorbereitet für heute. Möchtest du mir ein Gedicht vortragen? Ich möchte, dass du mein Gedicht vorträgst. Dein Gedicht vortragen. Ja, vertrau mir. Okay. Es ist extra bestimmt für eine für die Person heute, wo ich sage, ey, super Eindruck. Mhm. Du musst mir nur versprechen, dass du dieses Gedicht vorliest von Anfang bis Ende, okay? Alles klar. Super. Ich will wissen, welches Niveau er macht. Mein Herz, das kannst du nehmen. Ein zweites Date darf nicht fehlen.
Das Ganze hier bringt meinen Körper zum Beben. Beben? Beben. Lieber Daniel, kann ich dir heute Nacht... Was steht da? Kein Kommentar. Was steht da? Das bleibt unter uns. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch vergessen hinzuschreiben. Kann ich dir heute Nacht noch Arsch geben? Achso, okay, ja, nee, das war, glaube ich, falscher Punkt, aber halb so wild. Halb so wild. Ja, manchmal fließt es einfach in mir durch, weißt du, wie ich meine? Konntest du mein Outfit, wie findest du Style so, was ist dir so wichtig? Findest du cool? Ja. Ich habe bei dir noch gar nicht gesehen. Willst du mich anschauen? Ja, bitte, wenn du magst. Schau mir aber bitte nicht auf den Arsch. Schau mir aber bitte nicht auf den Arsch. Ich versuch's. Okay. Soll ich mich drehen? Dreh ich einmal um, Xenia, ich will wissen, ob er dir wirklich auf den Arsch schaut. Finde ich super. Das ist ja ein cooles Outfit, ja? Also so auch ästhetisch und so. Ja. Bist du so auch eine, die jetzt ohne Beziehung aktiv ist, oder? Hey Daniel, warum fragst du sowas? Warum fragst du sowas? Keine Ahnung, kann auch sein. Sowas. Würdest du sowas machen ohne Beziehung? Kannst du mir auch gerne was fragen, was du machst. Würdest du sowas machen ohne Beziehung? Nein. Ich bin offenes Buch. Frag mich. Wie hoch ist mein Bodycount? Wie hoch ist dein Bodycount? Null. Zero. Noch nie. Wartest du bis zur Hochzeit? Wann willst du heiraten? Mit wie vielen Jahren? So schnell wie möglich. Ja? Daniel, hol mal bitte dein Handy raus. Daniel, hol mal bitte dein Handy raus. Fertig. Ja? Was willst du sehen? Gib mal oben bei WhatsApp Chatverlauf ein. Gib mal oben bei WhatsApp Chatverlauf ein. Was soll ich eingeben? Arsch. Warte. Arsch. Zeig mir die letzten zwei Nachrichten. Zeig mir die letzten zwei Nachrichten. Tschüss. Die letzten lügst, zwei? Lügst du? Das scrollt Nein, die ganze Zeit runter. Stell dich daneben, Xenia. Stell dich daneben, Xenia. Ich muss aber dicke scrollen. Wie oft habe ich schon Arsch geschrieben in meinem Leben? Zeig mir mal die letzten, die aktuellsten. Ja, das war, danke, nee, die kann ich nicht zeigen. Schon cool, wie nah du gerade so an mir bist. Stehst du doch. Ein bisschen. Ja. Soll ich noch näher kommen? Wie, also wenn du es kannst, gerne. Kannst du das? Möchtest du das? Ja, wenn es funktioniert. Daniel, tu mir mal einen Gefallen, ruf mal bitte deinen besten Freund an und frag mal, warum du ein Gewinn bist. Daniel, ruf mal bitte deinen besten Freund an. Ja. Und frag ihn, warum du ein Gewinn bist. Michi. Ja. Was geht? Nix bei dir. Auch nix. Du musst mir einen Gefallen tun. Ja. Hey, Dimitril, und zwar musst du mir sagen, warum ich ein Gewinn bin. Ey, stopp, du hast was auf Aramäisch gesagt. Aramäisch? Ja, ja. Du hast gesagt. Doch, du hast gecheatet. Daniel, du hast gecheatet. Hör auf zu lügen. Du hast Michi gebrieft. Okay, dann red du mit Michi. Red du mal mit Michi. Hey, Michi, hier ist Xenia. Hey, Michi, hier ist Xenia. Hi, Xenia. Kannst du mal bitte Daniel abholen von mir zu Hause? Kannst du mal bitte Daniel bei mir zu Hause abholen? Der war gestern so betrunken. Der war gestern so betrunken, der will gar nicht mehr weg hier. Der will gar nicht mehr weg von mir. Das macht keinen Sinn, der Daniel trinkt nicht so oft. Ey, und das ist mein Mann. Michi, würdest du Daniel daten, wenn du eine Frau wärst? Michi, würdest du Daniel daten, wenn du eine Frau wärst? Auf jeden Fall. Warum? Daniel ist ein aufrichtiger Mensch. Er hilft Menschen sehr gerne. Er hat immer ein offenes Ohr für jeden. Das ist immer das Beste für seine Menschen, für die er was fühlt. Michi, ich muss mal ein bisschen was mit ihm klären. Ich leg auf. Okay. Ciao, ciao. Alles klar. Ja, Bahal, willst du noch Pin haben, damit du auch... Ja? Er soll dir einen Tanz beibringen. Können wir bitte einmal weg vom Tanzen, Nein, bitte? Es ist ein ich kann nicht mehr. Aber es ist ein besonderer ich will Tanz. Nicht mehr. Es ist ein besonderer Tanz. Von Lucy, I Just Wanna Rock. Ich würde das nicht vorstellen. Willst du mich nicht beeindrucken? Dann machen die halt immer so, weißt du? Kannst du das auch machen? Kannst du auch? Ich liebe ihn. So die Hüften so ein bisschen, so. Ich mach halt immer so. Ja, genau so, auf den so ein bisschen mit dem Hüften. War gut? Ja. Echt? Du siehst richtig attraktiv aus. Perfektes Lied auch so zum romantisch Tanzen, so. Ist das dein Song? Hey, hallo! Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Möchtest du einen Kuss von mir auf die Wange? Wir können uns ja gegenseitig einen Kuss auf die Wange geben. Schwer, wie soll das funktionieren? Wie denn ist das? Du kannst mir gerne einen Kuss auf die Wange geben, wenn du, wenn du magst, natürlich. Möchtest du einen? Ich gehe heute nicht leer nach Hause, ich nehme den Erfolg mit. Ich schreib's in meine Insta-Bio. Wow.
Aber jetzt bist du dran. Muss ich? Ja. Lauf jetzt einfach zu ihm und halt deine Wange hin. Erwin, du bist so Dreck. Erwin, du bist so Dreck. Ich muss, ne? Ja. Ey, das kommt von Arvin zu meiner Verteidigung. Okay, eine letzte Frage. Xenia, geh jetzt richtig langsam nah an ihn ran. Geh an sein Ohr. Wie willst du mich nennen? Wie willst du mich nennen? Wie ich nennen will? Xenia? Ja. Ja. Sag, ich will aber Mami genannt werden. Ich will aber Mami genannt werden. Ich nenne dich auch Papi. Wie willst du mich dann nennen? Papi Chulo. Und jetzt kribbelt's. Und jetzt kribbelt's. Finde ich cool. In meinem Körper. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt nämlich schon gehen. Nein, ah, fuck. Wir sehen uns aber später. Das war gerade so interessant, ja. Papi Chulo. Okay, Papi Chulo. Oh. Oh, extra Pulli runter, nein, Spaß. So, wir sehen uns, ja. Xenia hat krass gespielt, Monok. Ey, Ey, ganz kurz, du hast dein Handy gebaut, die Rüstung. Ich weiß, er hat mir gesagt. Wir machen jetzt ein Gruppenbild. Ich schaffe so einen Hintergrund daraus zu machen. So, seid ihr ready? Yes. Ich habe nichts mit dem Kuss zu tun. Ich, das war alles ich. Ja. Also, letzte mein Date, Arvin. Mein Bruder, ich pack dich noch, also, dass das klar ist. Also. Das gibt's noch irgendwie zurück. Hast du schon so eine Tendenz, wo das hingeht bei dir so? Schon so ein bisschen. Ich weiß jetzt schon, wie der nennt. Okay, sag, weil ob du mich so gut kennst. Ganz kurz, oder? Geh mal kurz weg. Tschüss. Darfst du. Das hast du toll gemacht. Dankeschön. Ich bin voll stolz auf dich. Ich schwöre. Das ist kein einfaches Format. Wir haben ein bisschen Bilder gemacht, ne? Ach, krass. Guck mal, wie süß. Mal, an die Kamera. Süß. Zeig hier. Mal der Kamera. Hier, wir haben ein Gruppenbild gemacht. Wir haben ein Gruppenbild gemacht und so. Voll süß. Weißt du, wenn du nimmst, ich sag dir, darf ich dein Ohr sagen? Okay, ganz kurz, wie geht's dir? Super, und dir? Hast du neue Erfahrungen machen können, Bruder? Bruder, ich habe auf jeden Fall, also ich wusste, dass du dreckig, also ihr beide wirklich dreckig seid, aber ich habe heute nochmal, dass wir eine neue Seite Stufe, wir haben eine neue Seite, so eine neue, auch freundschaftliche Stufe, würde ich glaube ich sagen, so okay. Gelernt. Bist du mehr sauer auf ihn oder auf mich? Das weiß er ja noch nicht. Das weiß ich zwar nicht, aber obwohl ich habe so ein Gefühl, dass ja. Ihr, also ich also, werde euch eigentlich, also ich werde euch beide gleich viel so packen, wisst ihr, was ich meine? Also ihr kriegt das alles. Der hat auch schlimme Sachen. Ja, ja, nee, er hat voll schlimmere du Sachen. Du wirst auch noch sehen, alles gut. Daniel, ja. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachdenken. Arvin, komm, wir lassen den kurz mal nachdenken, kurz alleine. Was zum Nachdenken? Ich weiß, wie der nimmt, Digga. Ich weiß schon, wie der nimmt. Und mit der Kandidatin hast du dein zweites Date. Also, ein Riesenapplaus für diese grandiosen Chayas hinter mir. Mädels, ihr habt das so krass gemacht. Ihr habt so krass eure Rollen gespielt. Wirklich eine 10 von 10. Ich bin geschockt. Und ich bin so froh, wenn wir diese Folge... Ich kann es kaum erwarten. Boah, ich habe mich hier hinten totgelacht, sagt der ehrlich. Wir haben gekotzt, hast du verlacht. Ja, ja, ich weiß, Daniel weiß. Wird sich jetzt entscheiden. Ich höre wieder hin. Ich bin gespannt, wer ist die Gewinnerin? Ja, waren sehr, sehr interessante Dates heute, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen was dazugelernt, auch für mich so persönlich ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja, habe sowas noch nie gemacht. Ich schaue gerne diese Videos, finde die auch ganz cool. Aber für mich aus der Perspektive des Daters... muss ich sagen, Nummer 1 war, also Shanice war halt ein bisschen, wir haben uns am Anfang direkt gestritten und zwar toxisch. Sie hat sich nicht so für mich interessiert, wisst ihr so, und deswegen schwer so, wisst ihr, was ich meine, aber nicht böse, ich meine, super, super Dame, super Dame. Nummer 2 und 3 waren Amelie und Xenia. Sehr, sehr interessant, ja. Xenia habe ich sogar einen Wangenkuss bekommen, ja, also ich werde heute... Ich trage eine Medaille hier eigentlich. Ich habe heute Erfolge gefeiert. Aber für mich muss es endlich, also letztendlich ist es für mich Amelie, weil sie hatte meiner Meinung nach zwei gute Gründe. Das sind zwei gute Gründe, die da so in meiner Entscheidung treffen. Und zwar halt ihre Eigenschaft, so ihr Charakter und auch so diese Energie, die sie ausstrahlt. So. Amelie ist es! Hallo, gut. Hier, bitteschön. The stage is yours. Amelie. Hi. Du hast gewonnen einfach. Du hast einfach gewonnen, ja, aber was soll ich dir sagen? Es war halt auch. Es hat einfach gestimmt, fandst du nicht so? Ja, voll. Voll, ne? Voll geweint. Voll cool, dass die jetzt auch nicht reinreden können und wir einfach so reden können, weißt du? Hat dir gefallen so? War, ja. Ja, war angenehm und so. Ja. Findest du so, das passt so? Ja. Cool, feier ich. Bin immer noch nervös. Ist ein super warum? Typ. Und super ich bin allgemein nervös. Krass, echt? Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Also hast du dich bewiesen heute, auch an die anderen, die waren auch super. Aber hast du dich bewiesen heute? Tut mir leid, George Clooney war ja. Sorry, nee, ist ja nicht bleibt. Alter, dich packe ich. Merkt ihr das? Der war aber auch.
Die war schlimmer. Nein, nein, der hat gesagt gehabt mit diesen Dings und so. Mit Kunstweilig, sag ich ja. Ja, das egal, aber ein bisschen so Erfolgserlebnis, sagt ja, gell. Ich wünsche euch beiden. Ich wünsche Daniel und Amelie sehr, sehr viel Spaß beim zweiten Date. Danke fürs Zuschauen. Danke an Daniel. Danke an die Mädels. Danke ans ganze Team. Danke an Amelie. Danke an Arvin. Danke an Patrick. Dankeschön, danke. Ey. Wir sehen uns nächstes Mal bei den Love Doctors auf, Mädels und Jungs. Geht eure Dates machen, geht zelebrieren. Kann ich dich raustragen, wieder geht das? Ist das wenn, ja, diesmal aber hä? Hä? Mit mehr Ding. Mit mehr Ding? Okay. Wie süß. Triumph. Was mit mir? Geh mal weg, schau auf mein Leben. Okay, keiner trägt mich raus. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Abonnieren nicht vergessen. Sagt allen Bescheid. The Love Doctors ist süß und sehr wild. Bis zum nächsten Mal. Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video. Um keine weiteren Comedy-Videos zu verpassen, abonniere sehr gerne meinen Kanal. Check unbedingt die letzte Love Doctors-Folge ab. Und check auch ab das Video von meinen KollegInnen beim Comedy-Kollektiv. Viel Spaß dabei.